Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity-Spiel bzw. zu einer Fortsetzung, nämlich Layers of Fear Inheritance, dem DLC zum altbekannten Layers of Fear, das Spiel über den Künstler. Und ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Fortschritt geht verloren, ja, das weiß ich. Und begeben uns zurück in die Ebenen der Angst, aber diesmal mit der Tochter des Künstlers. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Sickness, insanity, and death were the angels that surrounded my cradle, and they have followed me throughout my life. Von Eduard Munch, einem der bekanntesten Künstler unserer Zeit, der auch den Schrei interpretiert hat und gezeichnet hat. So, jetzt muss ich meine Tastatur hin verschieben. Das hier ist im Übrigen die zweite Aufnahme von Layers of Fear Inheritance. Mein Ton hat bei der ersten Aufnahme so rumgespackt, dass ich das absolut nicht raushauen konnte. Und jetzt nehme ich das Ganze mit meiner DSLR-Kamera auf und mit meinem Lavalier-Mikrofon. Deshalb ist der Ton jetzt wahrscheinlich auch anders als sonst. Aber er wird hoffentlich besser sein. Und wir sind zurück im altbekannten Haus, in dem wir auch schon mit unserem Künstler die grauenhafte Nacht verbracht haben, in der er sein absolutes Meisterwerk beendet hat. So, die Tür geht nicht richtig auf. Machen wir mal so. Und wir sehen schon, überall ist Farbe verteilt, aber ja, nach so vielen Jahren des Leerstehens sieht das hier nicht mehr wirklich gut aus. Und ich frage mich, wie die Farbe an die Decke gekommen ist. Machen mal auf. Natürlich, die zerbrochenen Weinflaschen, die Scherben der Überreste des Lebens unseres Vaters, unseres gescheiterten Künstlers. Ich möchte gerne diese Schubladen öffnen. Natürlich, noch mehr Weinflaschen. Was habe ich denn auch anderes erwartet? Da liegt ein Messer. Wahrscheinlich im Brieföffner, aber trotzdem. Oh, eine Uhr. Mit einem Foto darin, vielleicht von uns? Wer weiß. Es steht nichts drauf, ein Löwe auf der Rückseite. Das ist eine wirklich schöne Taschenuhr. Ich liebe Taschenuhren. Ich bin da der absolute Fan davon. Machen hier mal zu, damit wir da ran können. Ah, noch mehr Wein. Oh, und ein Brief. Von wem ist denn das? Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir verdammt nochmal. Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan, das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Du verdammte eigensüchtige Schlampe, warum hast du mir das angetan? Uns das angetan? Das ist so ein Brief von Daddy, wahrscheinlich an Mami. Ich habe dir doch alles gegeben, ja. Scheinbar hast du das nicht. Ich zoome mal ran, hier sind die Spielsteine. Wir haben ja mit Daddy gespielt immer. Zumindest im ersten Teil hat sich das immer so danach angehört. Die Interpretation hernach, dass wir immer miteinander gespielt haben. Und hier geht es in den altbekannten Keller runter. Ich will da nicht runter. Ich muss ja wohl. Ich will wissen, was hier unten ist. Und ich meine, ich werde jetzt nicht gerade über Mami stolpern.
Das war der Wind. Liegt hier was? Nein. Ich merke gerade schon wieder Motion Sickness, der Game schlägt zu. Lieber Herr und Frau Kirkstein, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gebt sie mir zurück, gebt sie mir zurück, etc., etc. Mit freundlichen Grüßen, aber immerhin hat er noch versucht, einen halbwegs Anstand zu bewahren. Aber, tja, die Tochter, also uns, hat er nicht wiederbekommen. In seinem Zustand wahrscheinlich auch nicht gerechtfertigt. Aber wir sind auch keine Anzeichen mehr von Ratten oder sonst irgendwas. Da ist nochmal der Brief, aber ich komme hier auch nirgendwo mehr durch, ne? Ich kann hier nicht zur Seite schieben, ich kann hier nicht... Ups, was ist denn jetzt los? Mami! Da ist... Ich weiß nicht, was ist das? Habe ich dir das gegeben, Daddy? Oh. Weil ich den Zettel jetzt aufgenommen habe. Ich muss dazu sagen, in der ersten Runde, in der ich das aufgenommen habe, wusste ich nicht, dass ich mich in den Erinnerungen bewegen kann. Und da bin ich einfach nur da gestanden und habe mir angesehen, was passiert. Und in der ersten Runde, da hat er sich, weil ich diesen Zettel nicht aufgehoben habe, verspielt und war wütend und hat rumgeschrien, das ist es nicht, das ist falsch. Das hier sind wir und das hier sind Mami. Mami sitzt immer noch im Rollstuhl. Wahrscheinlich hier entstellt, so wie das hier aussieht von den Flammen. Aber wir sind unglücklich. Ich schätze mal einfach, weil wir es nicht geschafft haben, richtig zu spielen. Und Mami deshalb wütend war. Und ich komme hier nicht mehr durch. Also da hinten ist das Klavier, das kaputte. Und da hinten brennt eine Kerze und die brennt doch nicht umsonst. Wieso komme ich da nicht hin? Ich will da rüber. Naja. Wir gehen mal wieder nach oben. Ich hoffe im Übrigen, der Ton ist in Ordnung. So, der ist ja jetzt getrennt von der Games-Aufnahme. Das heißt, ich kann den separat balancen. Man wird wahrscheinlich so ein bisschen den Hintergrund rauschen hören. Was liegt denn hier? Ein Bild. Aber ich kann nicht erkennen, was es darstellen soll. Nein. Aber da ist der Raum, das Atelier von Daddy. Zumindest sollte es dort sein. Wir machen die Tür mal wieder zu, damit wir hier besser rauskommen. Ja, die Farbspuren. Ist wahrscheinlich schon ewig her, so wie das hier aussieht. Es ist wahrscheinlich auch ewig Nacht. Ah, hier verläuft schon die Farbe von diesen grauenhaften Bildern von den Wänden. Tropft Farbe, hier steht aber nichts mehr. Das Bild ist noch halbwegs unbeschadet. Toll. Und hier. Wahrscheinlich saß hier mal das Modell, das er gemalt hat. Da ist der Schrank mit diesen ganzen Schriften drin, aber es ist nichts mehr von dem übrig. Was mal drin war. Da hinten sind noch die ganzen anderen Gemälde. Die Wand ist leer. Aber ich kann hier die Kiste öffnen. Wahrscheinlich noch. Rote Farbe. Steht denn da? Fluorescent Paint. Oh, fluoreszierende Farbe. For luminescence to occur exposed to light for 30 seconds. Okay. Das sollte ich mir merken. Exposed to light for 30 seconds. Ich habe momentan keine Gemälde, die ich hier anstrahlen kann, aber... Oder sind das hier die Gemälde? Ich weiß es nicht, das probieren wir nachher aus. Ich habe da nur mal irgendwann was gelesen, dass das gehen soll, dass man da irgendwie zu einem Achievement gelangen kann. Das sollten wir ganz am Ende, wenn ich dran denke, ausprobieren. Huch. Die nächste Erinnerung. Eine leere Leinwand und wir haben Crayola und wir haben einen Pinsel zur Auswahl und nichts anderes. Daddy war ein großer Künstler, der hat damit gemalt, aber wir? Ich weiß nicht. Ein Kind malt nicht mit Farbe und Pinsel.
Ein Kind malt damit. Kann ich beides nehmen? Oh, jetzt habe ich den Pinsel. Okay. Was fange ich damit an? Oh, the summer trees, so green and vibrant, full of life, but also young and experienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Okay, und der Raum hat sich verändert. Da ist ein Crayola in Gelb. Aber er wollte ja eine More, eine Wiser Season. Deshalb denke ich, dass er den Herbst möchte. Besser gesagt, ich weiß, dass er den Herbst will. No, put that down. You're doing so well. Und Daddy wird verdammt wütend, wenn wir die Crayola aufheben. Wollen wir Daddy wütend machen oder wollen wir tun, was Daddy sagt? Hier liegt dunkelgrün, das ist nicht das Richtige. Ich schwimmende Kerzen, das ist schön. Wo ist der Hund? Wo ist Doggy? Wir hatten ja einen Hund. Daddy hatte einen Hund. Das war, glaube ich, ein. Ich bin mir nicht sicher. Ein Dobermann, glaube ich. Der ja bei dem Feuer verbrannt ist, das haben wir ja mitbekommen. Aus dem ersten Teil. Das wurde ja erwähnt irgendwo. Ich glaube, in einem Zeitungsartikel. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß schon wieder nicht, wo die ganzen Farben hier rumliegen. Der Hund ist irgendwo. Ich habe keine Angst vor dem Hund. Schon wieder diese merkwürdigen Bilder. Ich denke, der Hund wird uns nichts tun. Aber trotzdem, das ist immer so, wenn man diese Geräusche hört und man weiß immer nie, aus welcher Richtung die kommen. Da fühlt man sich so ein bisschen unwohl. Ich habe, ja, wie eingangs bereits erwähnt, hier schon eine Runde gespielt. Ich bin im Kreis gelaufen. Toll! Geh ich halt mal anders lang. Und ich hatte bereits eine ganze Stunde aufgenommen, bis ich dann mal eine Pause gemacht habe, weil mir einfach auch von der Motion Sickness schlecht wurde. Wieso geht sie denn nicht weiter? Und ja. Ich habe ein paar Dinge hier durchaus ausprobiert. Wenn ich zum Beispiel das Grün nehme und drauf setze. Oh, Teddy! Also das ist wirklich eine Mixtur aus Childhood und Erwachsenem-Dasein. Und ich beispielsweise noch mehr Grün oder die falsche Farbe nehme generell, da wird er dann ziemlich wütend und sagt, ja, was heißt denn Add? Füge hinzu, ja, füge doch noch mehr Grün hinzu zu bereits vorhandenem Grün. Wo zur Hölle ist das Rot? Ich finde hier echt nichts. Da ist grün. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht komme ich hier mal irgendwo anders hin. Oder auch nicht. Ich komme hier nirgendwo an. Ich nehme jetzt nochmal grün, dann hört ihr das, was ihr sagt. Da ist blau. Grün-blau. Ich hätte gerne eine andere Farbe. Ich finde hier keine. Ich finde wirklich keine. Das ist alles so extrem verwirrend. Und hier komme ich, glaube ich, nicht hin, oder? Doch, da hinten, da ist rot. Da, ich wollte rot. Nimm bitte rot. Puh. Jetzt habe ich mich doch erschreckt. Das ist beim ersten Mal nicht passiert. Jetzt habe ich mich doch erschreckt, weil der Hund so plötzlich aufgetaucht ist. Ach ja, mein Herz. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. And the skies grow dark, das heißt, ich brauche dunkelblau oder schwarz oder so. Und der Raum hat sich schon wieder verändert. Das heißt, ich habe schon wieder keine Ahnung, wo die ganzen Farben sind. Ich hasse es. Da wäre ein schwarzer Crayola. Es wäre natürlich sehr einfach für mich, den Crayola zu nehmen, aber dann wird Daddy wieder verdammt wütend. Das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten doch Daddys Little Girl sein, dass er lieb hat und auf das er stolz sein kann. Und das ist dunkelblau, das ist auch die falsche Farbe.
Jetzt bin ich ein bisschen nervös wegen des Hundes, obwohl ich weiß, dass er mir ja nichts tut. Ich meine, er ist gerade eben durch uns durchgelaufen, verdammt noch eins. Es passiert nichts. Die Augen, überall die Augen, die uns hier verfolgen. Und hat Daddys strengen Blick wahrscheinlich hier. Hier komme ich nicht durch. Ich habe mir nur ungefähr bei einer Szene gemerkt, wo ich langlaufen muss, weil ich mich da dumm und dämlich gesucht habe. Das Rot hatte ich beim ersten Durchlauf sogar relativ schnell. Die Gehängten. Das Bild kennen wir ja auch. Das hatten wir ja auch im ersten Durchlauf im Hauptspiel. Mami, oder? Nee, nicht Mami. Hier sind die ganzen anderen Gemälde. Kann ich eigentlich... Nee, die Flashlight kann ich gerade nicht benutzen. Es ist hell genug hier drin. Wo? Wir gehen mal zurück. Okay. Der Schrank hat aufgehört, uns zu verfolgen. Hier liegt gelb, das ist die falsche Farbe. Der Ball sieht... Oh, ich kann den Ball benutzen. Ich muss an der Stelle... Oh Mann, bin ich ziemlich gehangen beim ersten Mal, weil ich das mit dem Ball nicht gemerkt habe. Oh, und wir laufen hier über die Scherben unserer Kindheit. Mami weint im Hintergrund und ich glaube, das Kind, das waren wir. Das ist wieder Futter für Psychosen und Traumata jeglicher Art. So kommen wir nach hier hinten. An die schwarze Farbe, die wir nehmen sollten. Okay. Wir haben uns wieder beruhigt. Die Bilder werden wieder ganz merkwürdig. Und wir können nur hier lang. Kommt der Hund gleich wieder ums Eckerrand? Da hinten sind auch lauter verzerrte Bilder. Hier auch. Das Bild, das bewegt sich immer noch weiter sehr schön. Das ist sehr beruhigend. Überhaupt das ganze Szenario hier ist überhaupt nicht... ist überhaupt nicht erschreckend, was so im Kopf eines Menschen passiert. Tita Crayola. Ja. Wir machen mal, was Daddy sagt. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Brighten things up, also gelb. Okay. Und da weiß ich noch, wo ich hin... Na toll. Ja, zerfließt doch vor meinen Augen, klar. Ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, mit solchen Bildern. Wo ist der Hund schon wieder? Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt links und dann rechts oder muss ich rechts und dann links? Es sieht alles gleich aus und ist doch nicht gleich und genau das ist das Problem hier. Das ist grün, das ist falsch. Ich glaube da lang. Da ist rot, das ist auch falsch. Da ist der Hund. Da ist der Dobermann. Oh, oh ja, der Höllenhund. Hi. Ja, ich freue mich doch sehr über dieses Gemälde. Sehr vertrauenserweckend. Das ist wirklich der Höllenhund. Aber ich glaube, unser Dobermann war nicht so böse. Dobermänner sind eigentlich ganz tolle Hunde. Denn ist dieses pseudo-aggressive Wesen ja weitestgehend... Danke. Oh, hups. Und zurück zur Normalität. Ich glaube, das gehört nicht so. Aber das war das eigentliche Bild mal. Ja, Dobermännern ist dieses pseudo-aggressive Verhalten ja weitestgehend wieder abgezüchtet worden. Da liegt gelb.
kann ich von hier aus vielleicht... Nein, ich darf nicht durch Wände fassen, aber ich darf hier durch, ne? Ups. Es brennt. Tja, nun ja. Da ist gelb. Gib mir die Farbe. Muss ich hier durch das Feuer zurück? Wahrscheinlich, ne?